Millisinge ist Pro Bracket. Shima haben wir anscheinend on stream. Oh, direkt an Shimanko. Oh, Shima gegen Squiltendorf. Let's go. Uiuiuiui. Hier, die Deluxe Fox-Ditos kommen jetzt anscheinend. Mittlerweile schauen wir mal ein paar Results an. Und da haben wir schon ein kleines Upset, wie ich sehe. Jetzt muss ich schauen, wenn StarGT funktionieren würde. Anscheinend hat Geldmann 3-0 gegen IUD King verloren. Oh, okay. 3-0 in Winners. Das ist natürlich überraschend. Ansonsten haben wir... Schauen wir mal, ob wir noch weitere Upsets haben. Squiltendorf hat davor gegen Magic 3-0 gewonnen. Ja. Und wie kommt Shima zu Squiltendorf? Indem er King 3-2 besiegt hat. Oh mein Gott! Ein weiteres Upset. Shimanko, man kann nicht mehr sagen, es ist der Baby Fox. Das habe ich schon in Pools gesagt. Ja. Man darf nicht mehr sagen, dass er noch am Üben ist. Es ist der Baby Fox. Nein, der Fox ist legit. Ja, er ist da. Er ist jetzt auch seit über einem Jahr geswitcht. Also, das ist definitiv nicht mehr der Baby Fox. Ansonsten haben wir weitere Results. Zenix in Third, gegen den er bei NDM verloren hat. 3-0. 3-0. Damn. Er hat gesagt, nochmal gegen Puff will er nicht verlieren. Nee. Aber dann leider gegen der Fasan verloren, oder? Ja, und dann gegen der Fasan. Aber der Fasan ist auch wahnsinnig gut gegen Sheik. Ah, okay. Ich glaube, dass Zenix noch nie ein Set gegen ihn gewonnen hat. Ah, okay. Das ist schon krass. Dabei will es der Fasan anscheinend auch belassen. So. Ja, definitiv. Und jetzt schauen wir uns Shima gegen Squiltendorf an. Squiltendorf, der größte Hidden Boss, es gibt. Die Sache ist, Squiltendorf hat richtig Druck auf seinen Schultern, weil eben diese... Lass mich meinen Thought noch zu Ende. Ja. Weil einfach die Leute haben Erwartungen. Eben jeder weiß, er ist der Hidden Boss. Er ist krass, jeder weiß es, aber er fährt nirgendwo hin. Ja. Und jetzt mal wirklich auf einem Turnier, wo gute Spieler sind. Jetzt muss er sich beweisen. Und let's go! Shimanko kommt nicht zurecht. Wir haben eine halbe Minute, zwei Stocks sind weg. Ja, und er will sich direkt den dritten holen. Ich werde es noch nicht sagen, aber wenn Squiltendorf jetzt noch mal aufdreht... Worauf du mal achten musst, ist Squiltendorf macht nur Weak Nairs. Er hat keine Strong Nairs. Die sind aber nicht in seinem Repertoire drin. Quattro Jambo holen wir uns ein Quattro. Starten wir mit Liegestützen. Würde Shima die Liegestütze machen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er sie direkt machen würde oder erst nach dem Set. Als mittlerweile Berliner? Warte, er ist schon Berliner mittlerweile. Ja. Ich glaube da, schon. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich bin nicht so übertrieben informiert. Er bleibt dann. Er bleibt links. Okay. Gerade noch gerettet. Liegestütze avoided. Das war wichtig. Das war definitiv sehr wichtig. So, und jetzt braucht er einfach noch dreimal dasselbe machen. Attack Chase ihn gerade mit dem Up Smash. Schöner Attack Chase. Da hat er geraten. Oh, wo war der Jump? Er kommt einfach zurück? Ja, und er macht die Shorten des. Also aber Khan, also Squiltendorf lässt sich nicht beeindrucken. Nee, definitiv nicht. Überhaupt nicht. Recover, wie du magst. Ich edgeguard dich trotzdem. Ja. Weil Shima hatte schon gute Engels drauf, muss man ja sagen. So, das er hat die Up-B immer sehr, sehr niedrig gemacht, weil er wusste, dass Squiltendorf direkt mit dem Schein runterkommen will. Ja, genau. Hat er nicht gegeben. Oh Gott. Jetzt hier auch Dreamland. Und sehr viele Upsmashes sehen wir bisher. Ja. Bisschen Chain Grabby. Bisschen Shine, bisschen Chain Grab. Das Fox hat ein wahnsinnig explosives Matchup. Ja. Das. Es gibt ja immer diesen. Also. Was? Das sah aus wie Falco. Was passiert? Hallo? Er hat sich umgedreht, einfach runtergefallen. Ist er. Hä? Einfach die Erdanziehung. Ist er legit einfach raus von Side B getroffen und dann. Aber als ob es Falco Side B gewesen wäre. Einfach runtergefallen so. Also Shima hält auch komplett raus. Er versucht keine Mix-Ups zu spielen. Er scheißt auf Slide DI. Er sagt, wer braucht das? Er sagt nur so, komm, Gechangrap werde ich trotzdem. Dann die einmal wenigstens zur Plattform hin. Ja, und er denkt sich wahrscheinlich, ich mache danach eh noch Kombos auf ihn. Das wird schon ausreichen. So. Aber vielleicht muss er da ein bisschen mehr loslegen hier. Ey, kein Sprung mehr. Wo wurde er im Ding erwischt, ja. Sprung. Und er ist wieder zwei Stocks hinten.
Es muss er muss irgendwie. Er muss den jetzt hier holen. Oh mein Quattro. Gott, ey, Quattro. Noch einmal, Quattro. Oh, oh. Liegestütze. Also muss er jetzt hier aber. Okay, nee, avoided, noch einmal. Die Backer hat es gemacht. Also ich muss sagen, sehr weirde zwei Games bisher. Ja, also ich verstehe nicht genau, was der Vibe hier dabei ist. Man muss aber auch sagen, dass Shima jetzt hier gefühlt zweimal irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, wie er gestorben ist. Das war einfach, er ist gefühlt einfach runtergefallen, so. Ja. Einmal kurz so, Gehirn hat zwei Sekunden gesagt, so, lass mal nichts machen. Dann ist er halt gestorben. Ich habe halt auch einfach das Gefühl, dass Quiltendorf, wenn er ein Opening bekommt, dass er so viel mehr rausholt. Ja. Er geht da auf jeden Fall. Ah, siehst du, sogar das war eine Weak Nair. Der kennt keine Strong Nairs. Er kennt sie nur instant. Entweder instant oder gar nicht. Oder gar nicht. 2-0 ist Quiltendorf jetzt vorne. Das ist schon nicht unbedingt etwas, womit ich gerechnet hätte, muss ich sagen. Aber okay, aber wir gehen direkt zurück auf Dreamland. Und jetzt schauen wir mal, ob Shima es schafft, nicht drei Stocks nach hinten zu liegen innerhalb der ersten zwei Minuten. Das wäre schon mal ein von Vorteil, ne? Also okay, das könnte guter Punish werden. Aber er misst die Abwehr. Er fliegt zu weit. Schöner Schein. Oh. Andere. Ich glaube, da aber auch zwischendrin immer mal wieder was, ne? Was passiert? Oh mein Gott, was? Oh, na ja, es ist wirklich, jeder, der da liegt, jeder, der da schon jemals gelegen ist, weiß, es bringt nichts, egal was man macht. Ja, ist auch so. Und er hat halt gehofft, dass Whisky irgendeinen Shenanigan macht, aber... Whisky blowt einfach plötzlich dreimal schneller und dann... ist nichts passiert. Ja. Oh, vorbereitet! Oh, nicht getroffen. Oh, nein, schon wieder im ersten Game war es genauso. Ja. Wieso würde er erst bei... Er war bei 20%. Ja, direkt. Er hätte nicht sterben müssen. Aber vor allen Dingen ist er auch einfach schon wieder zwei Stocks hinten dadurch. Ja, die Sache ist, dieser Quiltendorf, er lässt sich halt nicht beeindrucken. Er hat in diesem Game noch nie wirklich von vorne gespielt quasi. Oh nein, oh nein. Quattro, Janmo Quattro, dritter Versuch. Liegestütze. Werden wir sehen. Vielleicht, komm. Oh komm. Alle guten Dinge jetzt sind rein. Jetzt einen schönen Gimp hier nochmal. Oh mein Gott. Ich glaube, also, er holt in sich. Oh no, das ist... Die Möglichkeit besteht. Squiddendorf scheint schon ein bisschen... Ah! Er will ihn Liegestütze machen lassen. Ja, definitiv. Ah, oh, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg. Okay, und Alex avoidet es wieder. Er schafft es irgendwie. Er will nicht ripped sein. Er hat keinen Bock auf Liegestütze, aber auf Gewinnen hat er auch keinen Bock, ist die Sache anscheinend. Naja, Bock hat er sicher, aber irgendwie... Also ja, aber anscheinend... Da fehlt noch so ein bisschen der Spice dahinter, dass er das auch umsetzt. Oh, das war aber schön. Dreckiger Tomahawk. Aber reicht nicht. Er kennt seine Prozente nicht. Ah. Oh, einfach die Back, ja. Oh, das war ein ganz komisches Set jetzt, oder? Ja, das war irgendwie... Also ich... Squiddendorf nimmt es einfach 3-0 hier. Ja, war schon dominant, kann man schon so sagen. Definitiv.